Ahoi, ihr Landratten und herzlich willkommen zurück zur Operation Schlachtwerkzeug. Ja, dieses Guillotine oder wie auch immer, ich kann es immer noch nicht ganz aussprechen, das ist ein Schlachtwerkzeug. Das wusste ich da bis dato auch noch nicht. Hat mir ein guter Kumpel gesagt. Salvasche ist da drin? Keine Ahnung. Finden wir es raus. Metkovic, öffne das Tor. Ja, Metkovic, öffne mal das Tor, dann werden wir sehen, ob da Al-Bashir drin ist. Unser Hauptziel. Volle Deckung! So, das Tor ist erstmal offen. Das ist nur eine arabische Schrift, oder was es auch immer ist. Und hier ist ein offener Tresor. Riechst du das? Rauch. Kodit, wir müssen die Tür aufkriegen. Passt auf, gleich ist da noch eine ganz schöne Menge drin, denke ich mal. Vielleicht so eine Bombe oder so. Sieht erstmal nicht so aus. Gesichert. Heilige Scheiße, das ist eine Goldmine. Ja, das ist eine Menge Geld. Nein, wollen Sie zerstören? Nein, kommt doch. Alles noch da. Packt alles ein und nehmt's mit. Oh Scheiße, hier gibt's Karten von Paris, New York und auf einem Zugfahrplan steht 6:02 Uhr. Heilige Scheiße. Komm hier rüber. Was ist denn das? Oh, das muss ich auch noch hier mit anpacken. Zum Anheben des Deckels. Das ist radioaktiv. Findest du die Idee gut? Wir haben keine Wahl. Oh mein Scheiße. Gott. Weißt du, was das ist? Nuklear. Bomben, russische. Da ist nur noch eine. Da ist noch Platz für zwei. Wo zum Teufel sind die anderen beiden? Hey, das müsst ihr euch ansehen! Oh mein Gott. Scheiße. Das ist Al-Bashir. Wer ist der andere? Keine Ahnung. Sie kommen runter. Wir müssen die Bombe sichern und uns verpissen. Was ist mit den Infos? Nein, keine Zeit. Schnappen wir uns die Bombe und dann weg. Das ganze Gebäude stürzt gleich ein. Hier, Misfit 1-3. Hier, Führung Misfit. Ich höre. Misfit, wir haben scheinbar eine Massenvernichtungswaffe gesichert. Break. Es könnte noch mehr geben. Misfit 1-3, Kontakt bricht ab. Hast du Massenvernichtungswaffe gesagt? Bitte wiederholen. Oh Gott, jetzt bricht er noch unsere Verbindung ab. Und das Haus hier stürzt gleich ein. Und nun sind wir auch schon wieder in der nächsten Mission, in der Mission Genossen. Rüste dich mit Waffen aus, indem du in ihre Nähe gehst und Nachladen gedrückt hältst. Ja, so wechselt man hier die Waffe, wenn man eine vom Boden aufheben möchte. Das weiß ich natürlich auch schon. Du kannst zwei Primärwaffen tragen, das weiß ich auch. Aber manchmal kommen da doch Tipps, die man nicht unbedingt weiß. Zum Beispiel Multiple habe ich da letztens erst noch was gesehen. Das war nicht schlecht. Wie tragbare Atombomben haben Sie dort gesehen? Eine. Also eine. Nur eine, aber Platz für drei. Nur weil ich nachts Lichter sehe, heißt das nicht, dass es sich um ein scheiß UFO handelt. Wir glaubten, dass es mal drei waren. Und ich glaube, dass Elvis noch lebt. Ich kaufe aber trotzdem keine Konzertkarten. Was ist mit den anderen Bomben? Eine ist von hier. Dann wissen Sie also nichts von Paris. Sie haben verstanden. Er hat es nicht verhindert. Wer hat was nicht verhindert? Meinen Sie ihn? Er war früher russischer Spetsnaz. Wimpeleinheit. Dmitri Dima Majakowski. Genau der Typ von Soldat, der nicht zufällig irgendwo auftaucht. Wir wissen, dass Sie ihn kennen. Wir sind uns begegnet. Wollen Sie damit irgendwas andeuten? Wir glauben, Sie wissen, warum er in Paris war. Wenn Sie mir erzählen, was in Paris passiert ist, sage ich es Ihnen. Wir wissen nicht viel mehr als Sie. Der Einzige, der weiß, was wirklich in Paris passierte, ist Dima. Und damit springen wir jetzt auch schon zu oder nach Paris. So, so. Dima надеюсь, что американец сделает то, что ему положено в Нью-Йорке. Круг подтвердил правила игры. Да, самое главное захватить ядерное оружие, чтобы это не стоило. Как с французской полицией? Jetzt reden die ja noch Russisch. Gibt's ja gar nicht. Тогда миллионы погибнут. Несколько мертвых полицейских, ерунда по сравнению с этим. Соломон, долбанный псих.
Ja, Russen sagen, irgendwer ist ein Psycho. Могилы неизвестного солдата. Помнишь, что ты сказал? Что если бы были люди, люди осознали, кто воздействует на каждый мир. Да, сегодня несколько человек узнают о том, что мы сделали для человечества. Понимаешь, я все время думаю об этом. Меня это... Das heißt, jetzt ist wohl noch mal was ganz Großes hier gerade geplant, wo wir drin stecken. Приблизимся к экстермину. Мы в зоне поражения от фондовой биржи. Дима, Дима, зажигаем EP. Блокиратор. Okay, wir sind jetzt dieser Dima. Вот они, мы приехали. Вот здесь. Готовься. Помню, в ядерном чемодане стрелять. Он может повредиться, распространить энергию. Все готовы? Okay. Давай, давай, жми на газ. Давай, давай. Los, los. Oh Gott, Gott. Was ist das denn für ein Typ gewesen? Anscheinend einer, der nicht unbedingt zu uns gehörte. So, wir haben hier eine... Ist das eine AKU? Nein. Irgendwas anderes. Oder ist das eine AKU mit Schalldämpfer? Ich habe keine Ahnung. Kann alles Mögliche sein. So, was müssen wir hier jetzt machen? Wir müssen einen Schalter drücken. Wir sind mal der Fuzzi, der die Schalter drückt. Ach so. Dann würde ich sagen, wahrscheinlich, weil das hier dann gerade unter Spannung stand, so ein Stromgitter halt. Weil sonst kann ich mir nicht erklären, warum wir gerade die Kabel durchgetrennt haben. Ich soll sie jetzt ausschalten. Weg sind sie. Das waren sie doch, oder? Kirill? Die sind K.O. Gut. Das Licht blendet ganz schön. Wow, 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 wow. Halleluja. Okay. Die, wow, sind wohl ganz schön angriffslustig. Haben auf jeden Fall eine Planung, wie man mit Waffen umgeht. Das kann man ihnen nicht nehmen. Ich sehe nur leider hier kaum was, weil da diese blöden Scheinwerfer von dem Auto sind. Die haben sie da echt ganz schön blöd gelegt. So, komm. Machen wir die Scheinwerfer einfach kaputt. Und so schaltet man auch die Scheinwerfer außerhalb des Autos aus. Hier hinten war... Ja, der ist auch K.O. Perfekt. So, ihr kommt hier schön mit. Um unsere nächsten Opfer hier irgendwo stehen. Ja. Wow, wow, wow. Das hier ist anscheinend Sicherheitsglas, wo die durchschießen können, aber wir nicht. Warum auch immer. Zieh auf die Lichter, sagt er. Kann ich die denn da überhaupt kaputt machen? Nee. Aber die meint er dann wahrscheinlich. Halleluja. Hinter ihm explodiert ein Auto, nichts passiert. Ja, das nenne ich mal ein Wladimir. Das sind Russen. Einfach eine Packung Wodka ne, rein und dann können sie am Tag alles überleben wie Hulk. Ey, ey, ey. Stehst du? Ich sehe dich ja gar nicht mit den ganzen hässlichen Lichtern. Gott, oh Gott. Hier machen wir den auch noch kaputt. Wollen wir mal gucken, was da passiert. Der bricht anscheinend komischerweise irgendwie auseinander. Wow. Wow. Ich sehe die noch nicht mal und die geben mir einfach so ganz schön harte Schüsse rein. So. Das haben die aber echt gut gemacht mit den Autos. Weil ich meine, das muss jetzt ja wohl geplant sein. Das kann jetzt nicht so aus Versehen sein, oh, die Autolichter sind an.
ist schon dafür da, dass wir hier, wow, dass vor unseren Augen Auto hochgeht, genau. Nein, das ist dafür da, dass wir natürlich geblendet werden. Wie das Tactical Light, was hier auch zum Beispiel im Multiplayer gibt. Damit kann man die Gegner dann blenden und die können schlechter ziehen oder euch gar nicht sehen. Denn das Tactical Light ist im Multiplayer echt noch ganz schön stark. Genauso wie andere Sachen. Aber der Patch kam ja immer noch nicht raus. Oder eher gesagt, überhaupt ein Patch. Nicht unbedingt der Patch. Die Kameras hier will nichts zu tun haben. So, was gibt hier oben? Ist nix. Wechseln wir zu der Waffe hier mal gerade hin. So. Hier ist auch nix. Frei. Links, linke Seite. Komm, lass ich dich mal vorlaufen, denn dir soll ich ja eigentlich folgen. Aber irgendwie folgt er mir eigentlich, weil ich die ganze Zeit vorne stehe. Was gibt es? Tür aufmachen. Rein, rein, rein. Umbringen, umbringen, umbringen. Gas, Gas, Gas. Dringen den ersten Stock vor. Ja, das sollen wir doch wohl hinkriegen. So. Ach, das Licht kann man auch nicht kaputt machen. Ist viel zu hell hier gerade. Gebe dir gar nicht. Kann ich ja gar nicht ab. Wow, 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 wow. Kollege, geh weg. Da, komm. Da, Quicktime-Events hier. A la Mama. Und tschüss. Klatsch. Der Typ lebt jetzt wohl nicht mehr. Na, leben könnte er noch, aber auf jeden Fall ohnmächtig. Gott, oh Gott, der totale Gasangriff hier. Oh Gott. Hier treffen wir mal wieder ein bisschen auf Bekanntschaften. Die mal übernehmen die Flanke. Ja, das wäre dann hier. Hier rum. Und dann hier rein. Ich hätte diesen Part hier besser flankieren nennen können. Habe ich jetzt ja schon den letzten Part genannt. Apropos, vielleicht ist es euch aufgefallen. Ich habe nun ein kleines Anmerkung/Annotation auf Englisch System eingeführt. Da müsstet ihr eigentlich einfach in eurem YouTube-Fenster unten, ist so eine kleine rote Sprechblase, könnte man beinahe sagen. Die müsst ihr einfach aktivieren. Und dann habt ihr oben die ganze Zeit so eine... Könnt ihr die ganze Zeit von Folge zu Folge gehen und auch die Playlist angucken. Also ihr könnt eine Folge voraus, eine zurückgehen und immer so weiter. Und als Videoantwort ist es natürlich auch alles gepostet. Also ihr könnt euch fröhlich durchklicken. Dann braucht ihr gar nicht irgendwie erst auf meinen Kanal gehen und dadurch die Videos gucken, denn das ist alles schön geregelt. So. Ich will jetzt hier mal die AEK haben, denn im Multiplayer liebe ich die auf jeden Fall. So. Und hier ist sie genauso gut. Das freut mich. So. Egal, wo Schüsse gerade herkamen. Ich hoffe, die kommen da gleich nicht mehr her. So, wo sitzen sie denn jetzt noch? Da saß noch einer. Wohin, Kirill? Vorwärts, perfekt. Vorwärts ist immer super. Vorher möchte ich mir aber noch ein Snack... Alle Snacks leer. Scheiße, Laden. Drecksladen hier. Gebe dir gar nicht. So. Ist recht witzig, wenn man auch so ein bisschen die russischen Beleidigungen kennt und dann hier noch im... dann hier noch mittendrin irgendwie sowas hört wie Blatt oder so. Das ist schon recht witzig. Oder in Bad Company 2, da wurde das ja auch schon beinahe zugespammt immer im Multiplayer. Da haben sie auch immer gesagt, dabei, dabei. Vorwärts, vorwärts, los, los. Zumindest wenn man halt die Russen gespielt hat. Das ist ja einfach Russisch für los oder vorwärts oder Beeilung. So viel Russisch kann ich dann ja auch noch. Und das kam eigentlich gerade sogar hier in der Mission vor, wenn ich mich nicht irre. Das weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es auf Russisch vorwärts oder los heißt. Oh Gott, ich bin gar nicht hier. So. Dich haben wir auch. Wow. Systematisch einfach mal down gehen.
Halleluja, die Shots hat mich mal ganz schön fix umgehauen. Nicht schlecht. Daumen hoch an dich, Schotze. Glückwunsch. Nicht schlecht. So. Jetzt machen wir jetzt hier nochmal. Kommt ihr denn dann auch Gegner? Gott, oh Gott. Manchmal frage ich mich wirklich, ob ich das gerade noch auf normal spiele. Und dann will ich echt gar nicht wissen, wie der schwierige Modus ist. Aber das sind dann ja meistens so die Herausforderungen. Das nehme ich auf gar keinen Fall als Let's Play auf. Als Let's Play aufnehmen will ich höchstens so ein... Naja, geht ja nicht wirklich. Aber ich plane jetzt ja auf jeden Fall bald nochmal komplett auf die Retro-Schiene zurückzukehren. Retro-Schiene bedeutet die kompletten Banjo-Kazooie-Teile, dann zum Beispiel Donkey Kong 64 auf jeden Fall. Und da habe ich mir auch oder sowas wie SNES-Teile wie Yoshi Island oder so habe ich auch geplant. Da plane ich auf jeden Fall auch ein cooles Hintergrundbild einzublenden jedes Mal und auf jeden Fall das Projekt richtig professionell zu führen. Also da habe ich mir echt ganz schön viele Sachen überlegt, dass das auch euch als Zuschauer perfekt ausgelegt ist für euch. Und ihr da einfach nur ein wunderschönes Bild seht, wie das alles so schön aussieht. Ich habe zum Beispiel einen YouTuber, den ich im Moment noch schaue. Das war der Werte her, wie ist er denn jetzt noch? Josh Jepsen, genau. Ein englischer / amerikanischer Let's Player auch. Und der macht das schon in der Richtung, wie ich das auch machen wollte, mit so einem Hintergrundbild und so dem Bild mit so einem kleinen Schlagschatten und so. Das ist alles ganz schön gemacht. Das sind ganz einfache Sachen eigentlich, weil ich bin ja sowieso Grafiker, da macht mir sowieso Spaß, sowas zu machen. Und da kann ich mich dann nochmal ausleben, denn ich hasse diese Routine von Let's Plays, wenn man sagt, ja, aufnehmen, rendern, hochladen. Ich liebe es ja immer noch, irgendwas einzubauen, dass es, na, nicht schöner aussieht, aber dass es vielleicht ein bisschen, uiuiuiuiui, nimm den Bombenträger lebend gefangen. Ja, das geht auf jeden Fall nicht durch Vorrennen. Ich liebe es ja dann halt, das ein bisschen professioneller zu machen und sich da wirklich Zeit für zu nehmen. Denn ich hasse wirklich diese Routine von wegen aufnehmen, rendern, hochladen. Das ist mir viel zu stumpfsinnig und macht dann auch echt gar keinen Spaß mehr. Habe ich mich auch schon mit ein paar Leuten von TGN kurz geschlossen. Die sehen das auch genauso. Er sagt linke Seite und die kommen alle von vorne. Ja, ihr seid auch Spezialisten. Wow. Man sollte echt auf diesen Waffenmündungsfeuer haben. Also den Reduzierer davon. Weil Mündungsfeuer hat man hier auf jeden Fall genug. So, wo ist denn der Bombenträger, den wir gefangen nehmen müssen? Komm, go, go, go. Dabei, dabei. Ja, Wladimir. Okay, hier lauft mal vor. Oh Gott. Er rennt nun davon, okay. Wow, 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 wow. Kommt der erstmal aus dem Aufzug. Ist der irre. Das regelst du. Ah, ne, du hältst ihn fest. Oh, hoho, böse. Oh, das ist ein böser Tod. In einem gasverseuchten Gebäude einem die Gasmaske vom Leib zu reißen, das ist wirklich böse. Ja. Russen in Person. Halleluja. Sind die Hälfte davon nicht irgendwie Zivilisten? Nee. Gut. Die machen hier nämlich nicht so ein PR-Gag wie ein anderer guter Shooter. Guter Shooter ist dann auch wieder eine Frage. Aber wie ein anderer Shooter. Die machen ja immer gerne so eine PR-Kacke. Von wegen Hauptsache die Presse weiß davon, dass wir jetzt ein neues Spiel rausbringen.
его сюда, когда мы его захватим, понял? Siehst du ihn? Da ist er! Da ist er! Da ist er! Wer ist jetzt genau alles gegen mich? Ich habe nämlich gerade gar keinen Plan. So, folgen. Wow. Feind auf 12 Uhr. Diese stumpfen Polizisten können uns doch gar nichts anhaben. So, gespeichert. Go. Oh Gott, wie nice. Destruction jetzt auch noch hier. Polizia. Hoppa. Hier sieht man auch wirklich keinen einzigen Zivilisten. Das freut mich. Das freut mich wirklich. Macht das vielleicht nicht ganz so menschlich, dass hier die ganze Zeit Party ist. Und die hier irgendwie sind. Aber ist ja doch irgendwie besser dann. Dann wird das zumindest nicht so wieder in Bezug gebracht. Ja, der wollte ja nur die ganzen Zivilisten hier umschießen. Und das muss gecuttet werden und bla und bla und blub. Und da hinten ist der Typ, den wir fangen müssen. Oh Gott. Und da kommt jetzt die Elite raus, oder wie sieht das aus? Schwer bewaffnete Bullen, ja. Die Juggernauten der Bullen. Go. Gott, langsam müssen wir den aber auch fangen. Langsam ist meine Folge auch ganz schön lang. Maschinengewehr. Hier auf 12 Uhr. Oh Gott. So, der ist auch getroffen. So, liegt der da? Ne, da hinten läuft er. Der läuft da. Oh Gott. Und was ist dort? Da ist sein RPG. Und das hat unseren Kollegen getroffen. Oh. Haben wir nicht schon mal über diesen Torbogen gesprochen? Oh. Okay, ihn hat's auf jeden Fall getroffen anscheinend. Oh Gott. Wir müssen ihn leider zurücklassen. So leid es mir bestimmt ihm auch tut. Und da hört man auch wirklich gar keinen Sound mehr, außer ein kleines, leise Trauermelodie im Hintergrund. Und jetzt auch schon nicht mehr. Jetzt knallt hier schon wieder alles und geht alles hoch. Aber uns ist das ganz egal. Wir müssen einfach diesem Typen hinterher. Hab ich doch recht, oder? Ja, wir müssen nur dem Typen hinterher rennen. Wir dürfen mir jetzt gerade gar nicht gucken. Wow. Kollege. Nö. So nicht, mein Freund. Besonders nicht auf dem Bahnsteig. Oh Gott, bestimmt schmeißen wir den da gleich drauf. Bloß keine falsche Taste drücken. Zu Boden mit dir. Oh Gott. Als hätte ich es nicht geahnt. Ja, fuck, wo ist die Bombe? Da ist sie. Wie bestellt. Und das war's auch schon mit Paris. Mission Donnerlauf ist dann die nächste Mission. Ich werde mich dann trotzdem hier mal verabschieden. Obwohl, bestimmt kommt jetzt gleich nochmal so ein kleines Gespräch. Gut, das gucken wir uns nochmal eben an. Außer ich kann da gleich vielleicht Escape drücken. Ich schau mal.
Ich mache jetzt auf jeden Fall einen Schnitt und tschö, tschö.